Hey Leute und willkommen zurück zu Clash of Clans. Wir wurden für 3 Stunden, 12 Minuten und 3 Sekunden angegriffen, haben 27 Pokale gewonnen. Das Heiler-Ereignis geht noch so 50 Minuten. Und das mit den Helden auch, aber wir haben hier wieder Heiler, wieder Helden. Gut, wir sammeln jetzt erstmal hier die ganzen Grabsteine ein. Und das von den Ressourcen. Oh, eine Juwelenkiste. So. Wie hat er uns denn angegriffen? Aha, mit 12 Riesen, 10 Barbaren und 10 Bugis. Ich glaube, wenn ich er gewesen wäre, hätte ich erstmal gewartet, bis die Riesen die Mimik kaputt gemacht hätten. Und dann hätte ich die Barbaren und die Bogis schön hinter die Riesen gesetzt. Weil die Riesen halten viel mehr aus. Also sozusagen als Tank die Riesen. Aber nun gut, ist seine Entscheidung, nicht meine. So, die Bogies machen die Barbaren kaputt. Ich weiß nicht, ob der noch die Kanonen bekommt. Aber das sieht so aus, als würde er noch die Kanone bekommen. Ja, bekommt er auch noch. Jetzt sind nur noch zwei Riesen übrig. Alter, muss eine Riese schon viel einstecken durch den Bogenschützenturm. Down. Riese gegen Bogenschützenturm. Wer wird gewinnen? Ich stelle auf den Bogenschützenturm. Und so ist es auch. Gut. Fallen hier, Ria aktivieren. Wir haben zwei neue Shop-Elemente. Ah, Dekoration. Gut, Leute. Ich würde sagen, ich greife an und dann sehen wir uns im Angriff. Gut, Leute, da haben wir einen Gegner gefunden. Schaut euch das an. 35.102 Gold und 40.042 Elixier. Wir bekommen zwar keinen Stern. Aber den Loot will ich haben. Da haben wir auch schon das ganze Gold. Das ganze Elixier schnappen wir uns hoffentlich auch. Ja, könnte knapp werden. Schade. Der Elixiersammler ist nicht kaputt gegangen. Aber das meiste haben wir. Cool. So. Die Kaserne 2. Hatten wir nicht hier noch eine 1er-Kaserne? Ja, da. Mache ich mal schnell. Und wir können jetzt Riesen ausbilden. Aber mache ich noch nicht. Wir können das Labor hochziehen. Oder machen wir das? Keine Ahnung. Aber ich weiß, was wir machen. Erstmal wieder neue Truppen produzieren und in den nächsten Angriff gehen. Bis gleich. So Leute, da haben wir
unseren zweiten Gegner für diesen Part gefunden. Und ich glaube, so wie das aussieht, weil er ja nur einen Bogenschützenturm und eine Kanone hat, werden wir drei Sterne holen. Weil das sieht mir stark nach einem Washer aus und die Kanone ist nur Level 1 und der Bogenschützenturm auch. Aber werden wir sehen. Ich bin mir erst zu 100% sicher, wenn die Kanone kaputt ist. Aber einen Stern holen wir definitiv. Oh, zwei sogar schon, definitiv. Gut, jetzt kann ich sagen, dass wir drei Sterne bekommen. Und ich habe wieder viel zu viele Truppen gesetzt. Bauhütten? Ja. Zack, down. Und er hat sogar auch eine Juwelenkiste. Unsere Juwelenkiste habe ich ja schon abgebaut. Und jetzt noch zu der allerletzten Bauhütte. Die Bogenschützen sind natürlich schneller als die Barbaren. Bam, perfekt. So, drei Sterne für unseren Sternenbonus. Jetzt brauchen wir nur noch zwei Sterne. Und wir räumen mal hier ein bisschen auf. Aber das mache ich, während wir warten, bis die Truppen fertig sind. Also, wir sehen uns dann im nächsten Kampf wieder. Bis gleich. So Leute, das ist unser letzter Gegner für diesen Part. Ich habe den Gegner hier ausgewählt, weil man sehr leicht an Zratos drankommt. Und das ist schon mal unser erster Stern. So, und jetzt so. Bahn und Bogen so überall hin verteilen. Damit die überall zu Werk sind. Ich bezweifle, dass wir zwei Sterne holen. Aber dafür sind unsere Lager jetzt wieder prall gefüllt. Nee, wir bekommen keinen Sternenbonus. Für den Sternenbonus bräuchten wir zwei Sterne und wir bekommen jetzt nur einen Stern. Aber nun gut, egal. So. Ich mache jetzt noch das hier auf Level 2. Dauert ja nur eine Minute. Kann ich erstmal wieder neue Truppen produzieren. Und wir upgraden was? Wir upgraden dann den Minenwerfer. Ja, der Minenwerfer dauert wie lange? 12 Stunden. Damit der dann erstmal auf Level 2 ist und sozusagen stärker ist gegen feindliche Truppen.
Oh, die Kaserne ist fertig geworden. So. Werfer auf 2 hoch. Hätten wir noch Gold für den Bogenschützenturm Level 4, machen wir aber nicht. Wir hätten auch noch Elixier für das Labor. Ach komm, wir machen das Labor hoch. Damit nicht so viel Elixier übrig bleibt für die Gegner, die uns das klauen können. Gut, dann machen wir noch den Bogenschützenturm hoch. Ich wollte eigentlich Lager hoch machen, weil wir ja beiden 74.000 lagern können, weil ja die Luftabwehr Level 2 das Update 90.000 Gold kostet, aber können wir ja am nächsten Part machen. Gut, Leute, dann würde ich sagen, das war's mit diesem Part. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, schreibt einen Kommentar. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und ihr seid, wie gesagt, herzlich willkommen in meinem Clan. Ich kann euch ja mal zeigen, wenn ihr Chan Army so eingebt, wie das heißt auch, also wie mein Clan auch heißt, dann findet ihr auch nur diesen einen Clan und dieser eine Clan ist auch der richtige. Gut, Leute, das war's jetzt aber wirklich. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss.